Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilde. Genau, wir sind hier auf den, wie hieß der Tower nochmal? Dashing? Keine Ahnung. Higashi, glaube ich. Higashi. Oh, du glitzerst bei mir. Du bist durchsichtig. Riesigbar. Bam, bam, bam. Ja, ich hatte da so eine Kooperation mit den Ulanern. Können wir uns ja schon mal auf dem Weg nach unten machen. Ja. Lass mich mal vorgehen, du blinkst mir einfach zu sehr, du bist ein Disco. Entschuldigung, das ist, Dancing Queen, Disco Queen, la 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 la. Da lang. Und wieder ein neuer Tag. Ah, schon leer. Hm, doch viele Treppen. Oh, hier muss man aufpassen. Brains, Brain. Was tut das? Zweite, ja. Ich dachte schon das erste. Nee, das erste war ich. Wie nicht. Weit geht's denn hier runter, Alter? Was ist für ein Tower gewesen? Das ist ein hohes Gebäude. Ja, und der Plan für heute ist das nächste Gebäude, das ist aber nicht so ganz so hoch. Weiß nicht, ja, wir hatten das ja in der letzten Folge gesehen, das ist nämlich das mit diesem Hubschrauberlandeplatz oben. Wollten wir uns einfach nochmal anschauen. Genau, mal gucken, was das ist. Ah, ich muss aber gucken, dass ich was zu essen kriege. Ja, dann kann ich ja... Nee, hier ist so nicht lang gegangen. Hier sind Leichen. Ich weiß ja nicht, ob es hier irgendwelche Einkaufsläden gibt oder so in der Ecke. Also ich habe Fleisch, so ist es nicht. Also wenn wir uns ein Dings, ein Lagerfeuer machen, dann... Mal gucken. Ach, ich hatte glaube ich Mopeds markiert hier, oder sind die Mopeds? Erstmal hier Zeug ablegen. Warte, was will mit dem Haar? So. Ach ja, ich habe eine Armbrust mitgenommen ohne Munition. Das war ja der Gag an der Sache. Ah. Oh, das ist das Gebäude. Wo? Was? Follow me. Follow you? Okay. Ach, da ist es. Ja, genau da. Nee, das hier ist Higashi. Ich sehe dich ja nicht, das ist das Problem so. Ich wundere mich gerade, was das da für ein Pixelbrei ist. Doch, mein Moped nicht. Ein Bär im Gebäude. Ein Bär im Gebäude? Ja, in dem, wo wir gerade hin wollen. Oh. Der haut da die Scheiben kaputt und... Ja, der haut die Scheiben kaputt. Der ist ein bisschen aggro. Ist doch hier das, wo ich hier gerade rumfahre, oder? Ja. Das war das Higashi. Genau, hinten ist der. Toll, da sind die Treppen. Oh ja, ich sehe ihn. Und das ist auch ein Zombie-Bär. Das heißt, er frisst sehr viel Munition. Extrem viel. Wir können versuchen, allerdings an ihm vorbeizuschlagen. Hinter dir ist ein Zombie. Danke. Ja, wir uns gleich versuchen, auf dem Weg nach oben zu begeben. Ja, ja. Ich sehe auch gerade, meine Spitzhacke ist so ziemlich im Arsch. Meine geht. Jupp, das ist ein Zombie-Bär. Die Treppen werden wir auch nicht schnell kaputt kriegen, oder? Deswegen, ich würde sagen, wir suchen uns möglichst schnell Treppenhaus. Hier ist allerdings erstmal eine Küche, vielleicht finde ich hier was. Ich habe gehofft, dass wir vielleicht von oben angreifen können, aber... Ich
geht mir auf den Sack. Mine oder so haben wir nicht, eine Granate. Toll, die hätte ich mir Miso-Suppe holen können, aber natürlich habe ich in die Währung unten gelassen. Hier gibt's noch irgendwas mit so einem Einkaufsladenschild zu open. Und Zombies natürlich. Hey! Ja, dann nimmst du den da. Ups, da schieße ich aber daneben. Oh, hinter uns! Oh, das ist der Boden. Oh, Tanky. Ja, die liegen, Junge. Dann übernimm mal die Küche. Ich durchsuche die Leichen und hast du die schon durchsucht? Nicht alle. Ah, hast du Wasserfleisch. Oh! Wo kommst du denn hier, mein Freund? Die kommt von oben runter, das ist eine Treppe. Da kommt der nächste. Zack. Oh, dann habe ich gleich zerhackstückelt. Wenn du was, wenn du so einen Erste-Hilfe-Kasten findest, sag mir Bescheid, den nehme ich dann gerne. Hier oben ist so die VIP-Lounge. Also Küche ist dein Thema. Oh, ein Blaubeerkuchen, den esse ich. Yum, yum, yum. Blaubeerkuchen. Ausgestellte leere Handtaschen. Toll. Ja, die habe ich schon geleert. Du gab's zweimal, meine ich. Nix. So, wahrscheinlich müssen wir. Hier ist das Treppenhaus. Ah, ich komme zu dir. Hier geht's wieder runter. Ich gehe dann schon mal hoch. Ich glaube, das Interessante war eh nur auf dem Dach, ne? Ich glaube, ich habe so ein bisschen Angst. Ah, hier ist das zu. Oh, das kann sein, dass wir da sowieso nicht durchkommen, weil meine Spitzhacke ist. Halt vielleicht noch einen Schlag aus. Nee, gar keinen mehr. Meine ist komplett im Popo. Ja, auf den habe ich auch abgesehen gehabt. Naja. Hier ist eine Küche. Ich dachte, die überlasse ich dir. Ja. Aber dann gucken wir uns. Oh, Katzenfutter. Lecker. Essen. Wir schauen uns den Higashi Tower vielleicht doch ein andermal an, wenn unsere Spitzhacken einsatzfähig sind. Aber meine ist ja wie gesagt nur zur Hälfte. Oh, nicht. Aber ja gut, dann machen wir das halt so. Also, ist jetzt nur eine Idee, weil nee, wir kommen wahrscheinlich sowieso nicht allzu hoch. Ich weiß nicht, ob man es hier noch auf dieser Etage irgendwo außen oder dran rumgehen kann und hier noch höher kommt, keine Ahnung. Ich glaube erstmal ein Safe auf. Kannst ja nicht mal weiter umschauen. Oh, Helmchen kann ich schon. Kohle, eine schlechte und Munition. Nehmen wir mal mit. Ich hau mal dagegen. Ich glaube, das waren 6000 oder so. Ja, ich glaube jeder 3000. Nee, 2000. 2000? Geht doch. Und dann bist du der Aufklopper. Hast du die Etage durchgeguckt? Ja, also soweit ich kommen konnte, ne? Na gut, gehen wir erstmal ganz nach oben. Ich glaube, ganz oben ist das tolle Zeug. Behaupte ich jetzt einfach mal. Hier ist auch damit zu rechnen, dass in den oberen Etagen der Boden etwas baufällig ist. Die Frames, wenn das Treppenhaus irgendwann im Arsch ist. Naja, ich würde sagen, wir machen von oben nach unten. Gucken wir uns so die Etagen an, wie der Tag so ist. Aber ich möchte gerne den Tag, den Abend gerne mal zu Hause sein. Ja, sollten wir. Ich hack mal hier weiter. Ja, es sind 2000, das geht. Chemical Depot. Schau mich mal so ein bisschen hier um, während du da klopfst. Ja, einen habe ich schon.
Kaffee genommen. Nein, Cappuccino trinke ich, Entschuldigung. Und ich kann weiter hoch. Dann komme ich wieder mit. Oh, nee, kannst du weiter gucken. Hier kommt die nächste Geschichte. Oh. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Ja, erstmal muss ich hier die Tür einmachen. Ich glaube, mit der Axt natürlich ein wenig länger als mit der Spitze. Ausdauer ist im Arsch. Ah, hier gibt's Kisten. Ach, der ist da oben. Sieht ja cool aus hier. Oh! Genau, knie nieder, du Sack. Oh, guck mal. Ich gehe weiter. Und ich kann wieder hoch. Aber kannst du die Etage auch durchnehmen, wenn du willst. Ach, da oben geht's auch wieder zu packen. Ich bin zurück. Was ist das denn, Labor? Ein Leuchten, ja. Oh, ich komme, ich will das auch sehen. Das ist ein leuchtender Nemesis. Alter, was ist das denn hier alles? Geil. Das ist ein Labor. Wer reagiert auf dich? Das ist dir klar. Ach du Scheiße! Raus! Raus! Der kommt hinterher! Ja, natürlich kommt der hinterher! Du hast dich ja direkt vor ihn gestellt! Ich wusste, das wäre Glas! Das wäre ein Labor! Ja, das ist Glas! Und was passiert mit Glas, wenn man draufhaut? Es geht kaputt! Ich dachte, das wäre Panzerglas! Scheiße, ich bin zu weit runtergelaufen! Ah! Fuck! Also, er hängt, glaube ich, irgendwo. Ja, ich weiß, die kommen ja nicht so ohne weiteres durch die Rolldinger. Ich gehe mal hoch. Ich habe ja Schrot. Ich knall den ab. Das ist aber nicht, glaube ich, nicht mehr alleine. Oh, die hauen da richtig den Stein kaputt. Ja. Oh. Ja, ich mach das. Achtung. Das. Ich glaube, der Kopfblock hält nicht mehr so lange. Oh, Bauarbeiter, komm zurück. Bauarbeiter ist tot. Oben wieder sauber, ja? Ah, die werden jetzt alle erwacht hier. Ja. Größer, größer. Ah, Tür zugemacht, wunderbar. Wo ist der hin? Ach, da oben kommt er wieder. Wow! Ja, ich zacke. Ey, bei mir hakt's gerade. Ist er hier auch? Stirbt ihr auch mal? Das dauert noch. Ah, jetzt haben wir ihn gelähmt. Nee. Ja, gelähmt haben wir ihn, habe ich gesagt. Nicht getötet. Wow! Okay, lass mal nichts jetzt. Runter. Oh, Mama Mia. Es ruckelt hier. Oh, ja. Oh, die kann man nicht zu machen, die Tür. Wow. Die haben es gleich durch. Das ja, komm, lass abhauen hier, lass abhauen. Wir ziehen uns zurück. Pass auf den Zombie-Bär unten auf. Warum ruckelt das bei mir so? Bei mir ruckelt's auch. Ey, ich hab das extra auf dem Server laufen. Alter, das ist doch echt übel gerade. Ich lauf hier einfach direkt raus.
Hopp. Ne, der Bär scheint nicht mehr hinter uns zu sein, oder? Oh, da... Scheiße, die sind hier runtergesprungen! Aufs Moped und weg! Ah. Scheiße, hier sind... Fahr! Ich bin in deinem Moped egal. Alter! Ja, ich... Du bist vor mir? Okay. Dann wärst du noch hinter mir. Ja, das war ganz schön viel Action. Ganz schön viel. Ich will nach Hause. Ganz schön viel Geruckel, ey. Ich bleib mal hier am Kino kurz stehen. Ich will mal kurz wissen. Gerade bei mir durch die Erde. Ob das jetzt hier am Server liegt oder. Du siehst immer noch scheiße aus bei mir. Heilige Scheiße, ey. Aber jetzt ruckelt sich mir. Das war echt da drin. Ich hatte einen Blutbeutel für dich. Ja, Blutbeutel nehme ich. Komm, schmeiß mal raus. Bitte schön. Auf den Boden. Brauchen wir hier irgendwo einen Händler in der Nähe? Hey, ich gehe mal ins Kino. Oh, Adult Movie, was kann das denn wohl sein? Ah, da ist ein Händler. Ich würde mich mal einfach auf den Weg zum Händler begeben. Ja, mach das. Gucken wir mal hier. Oh, wo hab ich hier? Bis Kino an. Weil vielleicht haben wir Glück. Warte, ich muss gucken, dass ich auch das richtige Moped habe. Natürlich das falsche Moped, weil ich brauche ja das Geld. Das war aufregend. Da müssen wir uns besser ausrüsten, dass wir uns das nochmal anschauen. Vor allem das Vieh ist jetzt frei, ne? Ich weiß jetzt nicht. Lecker kaputt. Vielleicht wird es nächstes Mal schon gar nicht mehr da sein. Möglich. Weil das Geruckelte hat echt genervt. Das war furchtbar. Ja, oh, vielleicht waren zu viele Zombies oder die Berechnung dafür zu kompliziert. Ich habe keine Ahnung. Ich finde es nur traurig. Ich habe immer früher gedacht, weil wenn es bei uns immer rumgesponnen hat, einer hatte den Server quasi ja simuliert oder halt das ganze Spiel auf seinem Rechner quasi, ne? Und jetzt haben wir uns extra für den Server angelacht und lassen das Spiel quasi auf dem Server laufen. Da erwarte ich eigentlich, dass sowas nicht mehr vorkommt. Aber wenn das jetzt auch mit Motorrad, wenn du auf Motorrad fährst, dann ruckelst du und schuppelst du ein bisschen. Ich auch. Das ist aber vom Spiel her, glaube ich. Also. Ja, hier gibt es ganz schön viele leicht bekleidete Frauen. Woran könnte das wohl liegen? Ich dachte, das wäre ein ganz normales Kino. Für Erwachsene. Ja, und ich gucke doch auch Filme für Erwachsene. Die Nonne wollten wir noch demnächst reingehen. Oh, stimmt. Scheiße. Ja, letzte Woche ging nicht. Wir hatten Baseballschläge gehabt. Nehme ich auch gern. Aber die Nonne wollte ich noch sehen, solange sie im Kino auf ist. Auf jeden Fall. Ja, müssen wir mal gucken. Nächstes Wochenende vielleicht. Den Sonntag dann zum Beispiel. Ja, das ist, Oh, schwarzer Wolf. Montag. Ja, wenn du schon sagst, dass du irgendein Viech aus einem Film gruselig findest, dann weiß ja, das schon was. Gruselig finde ich eigentlich. Ich fand die schon ziemlich. Sie hat mich erschrocken und das fand ich halt gut. Also. Weil die meisten Jumpscares und so die Sachen, die kriege ich ja mit oder die ahne ich ja schon quasi, aber das habe ich nicht geahnt. Das war, hat mich überrascht. Und der alte Rentner in dem Teil da. Die haben mich beide überrascht. Ja, Conjuring sind schon wirklich gute Gruselfilme. Ja. So, jetzt habe ich natürlich das Geld nicht mitgenommen. Egal, ich gucke erstmal, hast du denn was zum Bierbrauen, Trader Bob? Ja, yeah, you've been expecting me. Warte,
Ja, hat er gesagt, I've been expecting you. Aber der hat keine Bücher. Schade. Wäre schön gewesen, wenn er etwas gehabt hätte, an Bierbrauen lernt. Schade. Ja, Bierbrauen wäre echt super. Haben wir früher nie gemacht, weil wir es nicht gerafft haben, was für einen Sinn das eigentlich hat, aber jetzt, wo man es weiß... Müsste man sich vielleicht nochmal einen anderen Händler anschauen. Wir sind ja ein paar über den Weg gelaufen. Ja. Wird mich dann aber erstmal nach... Ach, scheiße. Würde mich dann nach Hause begeben. Ja. Ich hätte jetzt gesagt, wir können uns auch die Stadt angucken. Für die Aufnahme. Ja, ich bin ja jetzt schon fast zu Hause. Bringe ich einfach mein Zeug einfach kurz nach Hause. Ja, nee, du kannst das dann nach Hause Und dann komme ich einfach wieder in die Stadt. Was hältst du davon? Kannst du auch machen. Ich bleib hier noch. Ich bin ja quasi zu Hause. Ich will den Zuschauern mal so ein Erwachsenenkino zeigen. Hm. Hier gibt's auch komische Spins. Auch ganz viele Bilder, falls du mal eins brauchst. Ich find's schade, dass es immer dieselben Bilder sind, ne? Dass sie nicht mal die Mühe gemacht haben, dass sie 20 Motive. Ich hab Bild kaputt. Hallo, alte Basis. Tschüss, alte Basis. Hallo, Brücke. Dann kann ich so jetzt meine Spitzhacke noch mal schnell reparieren. Oh, hat er mich erwischt. Willst du deine auch reparieren? Bring ich dir nämlich ein bisschen Dingenskirchen mit hier. Wie heißt es noch gleich? Bring mal was zum Heilen mit. Was brauchst du denn? Am besten so einen Erste-Hilfe-Kasten. Ein Erste-Hilfe-Kasten ist gewünscht. Oh. Meine Ernte ist fertig. Weil ich will nicht mehr verrecken. Ich hab keinen Bock mehr dazu. Oh. Oh. Was läuft hier? Was läuft hier für einen Film? Also hier, das ist ein Kino, da werden bestimmt hier Kunstfilme gezeigt. Hier ist ja nichts los. Kino. Ein Gag wäre ja echt, wenn in diesem Kino ein Zombie-Film laufen würde. Das wäre lustig, ja. Wir haben hier unsere Einrichtung, haben wir noch nicht fertig. Daran liegt es. Oh, hi. Pack ich das erstmal so alles hier rein? Die Antwort hier. Hoi. Ja, so sieht ein Kino von innen aus. Für Filme ab 18. Was das sind für Filme, ich weiß es nicht. Toll, in unserer alten neuen Basis haben wir noch keinen Stahl. Was ist denn hier drunter? Und Holz. Okay. Heißt, dann muss ich noch mal kurz zu unserer alten Basis fahren, um Stahl zu holen. Oh, und ich muss was essen. Ja, dass du mich dran erinnerst, Tussi. Bitte. Wir haben auch noch nichts Fertiges zu essen. Erste-Hilfe-Koffer, also Verbandskasten. Erdbohrer, ach, haben wir schon gelernt. Ich dachte, du hättest einen gefunden. Nee, es ist nur so ein Bauplan gewesen. Hätte ich einen gefunden, hätte ich geschrien. Erdbohrer! Aber nein. Ist nur ein Bauplan. Brauchst du den Bauplan noch? Nein. Tschüss, Bauplan. Oh, jetzt bin ich aus dem Spiel. Zack, da. Muss definitiv den Platz vor der Basis noch ein bisschen vergrößern, dass man da wenden kann vernünftig.
Aua, 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 Stacheln. So, noch einmal in die alte Basis. Ich brauche was zu essen. Ich brauche Stahl. Aber dank unserer motorisierten Gefährte dauert das jetzt keine Ewigkeiten mehr. Stimmt. Doch, da war doch der Wildbret besseren. Ah, hier ist auch ein Raum mit einem Safe und Magazin. Da reparieren. Gut, dann mache ich mich mal wieder auf den Weg zu dir. Yep. Aber mit dem Kino bin ich fast durch. Ich weiß nicht, was es noch so für Gebäude gibt hier. Ich komme erstmal wieder zu dir. Oh, jetzt habe ich vergessen. Ach, ich wollte doch noch einen Dings mitnehmen. Einen Schraubendreher. Na, das hatte ich doch welche. Waren zwar nicht die besten, aber egal. Also Filmrollen sind hier auch nicht. Die haben sie wohl alle in Sicherheit gebracht. Schlüssel. Weil dann schlachte ich einfach auch im Zweifelsfall noch ein paar Autochens. Ja, kann man auch immer gebrauchen. Definitiv. Wir müssen ja uns irgendwann auch um unsere Stromversorgung kümmern. Ja. Oh, hier geht's hoch hinaus. Miep, miep, ich bin motorisiert. Trefft ihr nicht? Ist das gut? Jetzt ist er das zweite Mal gestorben. Ich hasse Zombies, die nichts für mich haben. Nee, Mann, das ist so, kann ich gebrauchen. Ah, ich höre dich. Aber ich bin hier quasi fertig. Level up. Pack dir mal den einen Verbandskasten in dein Moped. Ja, danke. Weil ich habe nur Angst, dass ich hier wieder unterwegs sterbe und habe ich keinen Bock zu. So, ich guck mal, ob es hier irgendwas Spannendes gibt, das man sich anschauen kann. Hm. Gashi, merken wir uns auf jeden Fall. Werden wir uns noch mal genauer anschauen. Das ist nämlich ein Gebäude, das definitiv erkundenswert ist. Ob wir hier sonst noch irgendwelche interessanten Läden haben. Oh, hier ist irgendein Feld. Nach Kartoffeln aus. Hier sind Blaubeeren. Haben wir genügend. Ansonsten ist hier von interessanten Gebäuden tatsächlich nicht so viel. Hier ist halt nur noch diese Akademie sonst. Wo wir vorhin drinnen waren. Nee, hier diese
Pavales Academy, diese Schule. Ach so. Bei der bin ich nämlich gerade. Ja, viele kleine Häuserchen. Ich hab da noch gleich ein bisschen Sprit für dich, da könnte ich dich dann auftanken. Eine Feuerwehr gibt's noch. Aber haut mich jetzt auch nicht um. Aber ich hab echt vorhin gedacht, das wäre Panzerglas gewesen. Mm-mm. Panzerglas ist so, bläulich, ne? Bläulich und vor allem hat das noch dieses Draht da drin. Drahtgeflecht. Da habe ich nicht dran gedacht. Ich dachte, es wäre einfach safe und ich war auch überrascht, dass die Viecher rauskamen. War doch sehr überraschend. Das habe ich gemerkt. Du warst auch überrascht. Ja, aber ich dachte nicht, dass du dich direkt davor stellst. Ich war eigentlich eher von deinem Verhalten überrascht, statt davon, dass das Viech da rauskam. Mir war total klar, dass das Viech da rauskommt, wenn du dich direkt davor stellst. Weißt du, das ist genauso wie wenn du einer Katze Dreamies vor die Nase hältst und dich wunderst, dass sie drauf reagiert. Ja, das wundere ich mich immer. Dann helfe ich dir mal. Ich tank mal dein Autochen hier auf. Ja, tank mal. Ich sehe auch gerade, die Aufnahme läuft schon über eine halbe Stunde. Ich sehe drei Vögel. What? Aha. Vier! Einer ist hier unten. Ach ne, hä? Einer warst du gerade. Ne, es sind vier. Oh mein Gott, das sind fünf! Das hier ist die Vögel, nicht das, was wir letztes Mal hatten. Ja, das waren aber letztes Mal auch schon drei, vier Stück. Die greifen sogar an. Aua! Toll. Return of the Vögel, keine Ahnung. Birds 2. Dum dum dum. Oh, die Feder nehme ich gerne. Ich sehe immer noch 3. 4. Okay. Alle fliegt er auf dem Boden? Jetzt nicht mehr. Ja. Das ist ja pissig. Hm? Weil letztes Mal haben wir uns hier, glaube ich, gar nicht geholt, ne? Oh, der eine kommt, der eine kommt. Komm her, du Scheigling. Einmal. Du wirst noch von hinten angegriffen oder so, ne? Ah! Ja, ich greife gerade 2 an, 3. Alter, jetzt reicht's. Knifte. Oh, 2 liegen hier. Ja. Ich wollte hier schon die Schrotflinte holen. Drei haben wir, ne? 3 haben wir. Da unten sind auch noch Zombies, pass auf. Yep, da. 2 jeder. Sehr schön. Das sind gerade mal eben geschmeidige 340 Federn, die die uns gebracht haben. So viel zu Return, ne? Ihr Kackvögel. Ah, dass deine Figur nicht für mich sichtbar ist. Ja, das hatte ich aber auch schon mal bei dir. Ja, das ist, keine Ahnung, das liegt irgendwie im Server oder so. Also ich habe das jetzt nicht eingestellt, das sieht ja scheiße aus. Guck mich nicht so häufig an. Ja, ich gucke ja schon weg. Guck mich nicht an, ich bin unsichtbar. Was wollen wir denn nächstes Mal machen? Also ich würde fast vorschlagen, dass wir uns ordentlich nochmal ausrüsten und uns da diesen Gashi-Tower einfach nochmal in Ruhe anschauen. Ausgerüstet. Weil, tut mir leid, aber der hat mich so ein bisschen angefixt jetzt. Ich will mir den anschauen, ich will den Gashi-Tower.
Okay, dann nächstes Mal Higashi Tower. Da gehe ich aber nicht mit meiner billigen Schrot rein, nehme ich die gute mit. Oh, hier liegt was. Ja, es liegt daran, dass du voll bist. Ja, hier liegt nur mal Electrical Parts und Öl. Electrical Parts nehme ich. In der ganz alten Basis hatten wir noch Waffen, ne? Ja, da haben wir fast alles. Also dann werden wir, glaube ich, damit zubringen, einfach mal ein bisschen was in die neue Basis rüber zu schaffen. Hm. Müssten da dann allerdings auch erstmal Platz dafür schaffen. Gut, dann würde ich hier... Heißt, ich werde dann erstmal schauen, dass ich auch einen Waffenschrank zum Beispiel baue. Ja. Oh, das weiß ist... ich werd... Oh, da ist noch ein Vogel. Ja. Das heißt, ich werde, solange bis jetzt dieser... Ja, ich glaube, er greift mich an. Raubendreher, den ich hier habe, bis der aufgebraucht ist, werde ich jetzt einfach noch Autos auseinandernehmen, dass ich dann noch genügend Zeug habe. Lauf nicht weg, du hast doch hier... Ich dachte, du wolltest einen Vogel noch haben. Oh ja, Vogel, ich dachte, du machst den. Ja, ich schieß drauf, aber der wollte gerade zu dir. Mir wollte er nicht. Ich habe wohl Mundgeruch. Ja, ich hab Mundgeruch, der ist auf mich zu und dann hat er abgedreht. Oh, bleib doch mal stehen, du Kackvogel. Ja, gotcha! Gut, dann fahre ich nach Hause und räume erstmal aus. Und mach das. Ihr seht uns dann nächstes Mal Return to Higashi Castle oder wie das Ding hieß. Tower, Power. Higashi's Castle. Ja, keine Ahnung, wie das heißt. Ja, Higashi, ich musste gerade nur an Takeshi denken. Ah. Higashi. Na egal. Dann, ja, werden wir das Video jetzt beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind schreiend vor so einem grünen Leuchte-Zombie weggerannt. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Kommentar hinterlassen. Ihr könnt gerne liken und abonnieren. Das könnt ihr nicht, das müsst ihr. Also, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.